Hallo, mein Name ist Verena Schobknecht. Ich bin Diplom-Musiklehrerin für Klarinette und heute geht es um das Thema Körperhaltung, sowohl die Körperhaltung selbst als auch die Haltung am Instrument. Dieses Thema ist mir persönlich ziemlich wichtig und das wegen zwei Punkten. Und zwar zum einen, um Schmerzen zu vermeiden, also wenn Schmerzen da sind, sie wieder zu lösen oder gar nicht erst Schmerzen aufkommen zu lassen. Und der zweite Punkt, den ich besonders spannend finde, ist, wie sich die Körperhaltung auf den Klang auswirkt. Nun also die richtige Körperhaltung. Was müssen wir beachten? Erstmal das Instrument. Das Instrument wird von der rechten Arm gehalten, rechte Muskulatur. Und der Daumenhalter, wie der Name schon sagt, liegt eben auf dem Daumen auf. Wichtig ist nun, dass wir, ich zeige es mal von der Seite, den Daumen jetzt nicht so weit reinschieben, dass wir hier vorne kaum mehr Freiheit haben für die Finger. Ja, die sind da ziemlich eingeengt. Also wir müssen den Daumen zurücknehmen, damit wir auch hier im Handgelenk frei sein können. Nun liegt die Klarinette so ungefähr auf dem ersten Gelenk auf. Ja, das ist bei jedem ein bisschen verschieden, aber so ungefähr, um eine Richtlinie zu haben. Wichtig ist auch, dass man den Daumen, ich zeige es mal so, dass man vielleicht besser sieht, ja, parallel zur Klarinette führen und nicht so drehen. Ja, das ist auch nicht so geschickt. Ja, jeder hat jetzt andere Hände und muss gucken, dass es irgendwie passt. Am einfachsten finde ich, wenn der Daumen parallel liegt. Ja, ich habe jetzt hier auch noch eine Vollölerklappe, die ich ja dann so am besten bedienen kann. Wenn ich so den Daumen halte, dann funktioniert das nicht so gut. Also parallel zur Klarinette, ungefähr auf dem ersten Gelenk. Und die Finger, die sind immer rund geformt. Du kannst dir vorstellen, wie wenn du einen kleinen Apfel oder eine Mandarine in der Hand hältst und voll umfasst. Und dann sind die Gelenke alle rund geformt. Und so nehme ich die Klarinette in der Hand. Nun befindet sich also das gesamte Gewicht auf dem Daumen. Und jetzt ist es wichtig, dass der Ellenbogen nicht am Körper anliegt, nicht dran gepresst wird. Das ist zwar erstmal, ja, hat man das Gefühl, dass das mehr Stabilität gibt, aber die Freiheit ist wichtig, ja? Dass man die Balance findet. Wenn man jetzt das Mundstück ja dann auch im Mund hat, dann hat man zwei Punkte, die man dann austarieren kann. Ja? Also probier doch einfach mal aus, das Gewicht auf den Daumen zu legen. Du kannst dir auch erstmal mit der linken Hand helfen, indem du oben festhältst und dein Gefühl dafür zu bekommen. In der Schulter locker bleiben, den Ellenbogen nicht zu nah am Körper. Und dann kannst du auch mit der Klarinette im Mund durch den Raum laufen und mal, während du dich anderweitig bewegst, austesten, kannst du dann die Balance halten. Das ist das Wichtigste, damit du dann eben frei spielen kannst. Im linken Arm übrigens nur zum Ergänzen, der sollte natürlich auch nicht am Körper anliegen. Genau, so viel zur Haltung von der Klarinette. Jetzt geht es zur Körperhaltung selbst beim Spielen. Und da gehen wir jetzt einfach mal Stück für Stück durch. Wir fangen bei den Füßen an. Der richtige Stand ist ungefähr hüftbreit. Wenn ich jetzt die Füße so parallel habe, das ist am einfachsten. Ein bisschen schräg ist auch möglich. Ein bisschen nach innen geneigt ist nicht so gut. Am besten tatsächlich parallel. Und da kannst du auch am besten herausfinden, wo denn eigentlich der Körperschwerpunkt ist. Der sollte sich genau in der Mitte von den Füßen befinden. Sowohl in der Länge als auch in der Mitte von den Zehen zur Ferse. Und das einfach mal austarieren. Du kannst auch in kreisenden Bewegungen mal versuchen, deine Mitte zu finden. Okay, nun steht der Stand. Jetzt geht es weiter zu den Knien. Die Knie, die kannst du mal durchstrecken, also steif machen und dann füll mal nach, was jetzt passiert. Ich zeige es dir mal in dieser Perspektive.
Wenn ich die Knie durchdrücke, dann passiert das, dass ich ins Hohlkreuz wandere. Und das ist nicht so optimal fürs Spielen. Das erzeugt eine zu hohe Spannung, die wir nicht brauchen. Ja, also Knie aus dieser Anspannung lösen, also locker machen und schon ist der Rücken wieder gerade. Jetzt geht es eben auch weiter um genau diesen Teil des Rückens, also Lendenwirbelsäule und Hüfte. Wir müssen die Hüfte ein bisschen kippen, dass die Wirbelsäule quasi vom Gefühl her verlängert wird. Ja, und was entsteht dadurch? Eine kleine Bauchspannung. Das spürt man sofort. Sobald man das Becken etwas kippt, haben wir hier vorne eine Bauchspannung. Jetzt wieder aber darauf achten, dass die Knie sich nicht wieder angespannt haben, während du das ausprobierst. Es hilft vielleicht auch, wenn du die Füße gefühlt ein bisschen nach außen drückst. Die Knie ein bisschen nach außen. Nicht tun, aber vom Gefühl her etwas nach außen wandern. Okay, Hüfte gekippt. Bauchspannung. Und jetzt kommt auch noch ein interessanter Bereich, nämlich der Oberkörper. Was man oftmals bei Klarinettisten sieht, ist diese Rundung, kann man sagen, nach vorne. Das ist ganz klar, das ist, wenn man vor dem Körper arbeitet, so wie man jetzt auch das Instrument vor dem Körper hält, ist es fast intuitiv, wenn man nicht drüber nachdenkt, dass auch hier eine Kurve entsteht. Ja, wenn man noch die Arme, so wie ich vorhin beschrieben habe, am Körper hält, ja, dann passiert schnell das. Das ist keine freie Körperhaltung. Das wirkt sich sehr schlecht auf den Klang aus. Deswegen, oben frei bleiben, ja, sich wirklich auch mal aufrichten, mal tief einatmen, dann kann man das noch besser reinspüren. Genau, also dass hier möglichst eine Gerade entsteht. Ja, auch mal nach hinten dehnen, nach vorne, wo ist denn da eigentlich die Mitte, wo ist es angenehm. Wichtig ist, dass die Schultern frei sind und dass man hier eine gewisse Offenheit hat. Und es wirkt auch gleich sympathischer. Gut, jetzt sind wir fast durch, aber eine Sache fehlt noch, und zwar der Kopf. Wie richte ich den Kopf aus? Da denk wieder an die Verlängerung der Wirbelsäule, die wir schon hier unten hatten. Versuch auch, den Kopf ein bisschen so zu legen, dass du dir auch hier die Verlängerung der Wirbelsäule vorstellst. Ja, das hat zur Folge, dass das Kinn leicht in Richtung Brust geneigt ist. Aber nur leicht. Ja, der Blick ist nach vorne, also nicht dieses hier. Das ist zu viel. Der Blick ist nach vorne. Wir haben hier die Verlängerung. Ja, die Schultern fallen lassen, nicht nach oben ziehen, fallen lassen, lösen. Einen offenen Oberkörper. Die leichte Bauchspannung durch die Beckenkippung. Die Knie sind gelöst, nicht angespannt und die Füße stehen parallel. Körperschwerpunkt, um das auch nochmal zu wiederholen, ist in der Mitte der beiden Füße. Und wenn ich jetzt die Klarinette ansetze, ich achte wieder auf den Daumen, dass die Position richtig ist, dass der Ellenbogen nicht am Körper anliegt, und dann führe ich die Klarinette zum Kopf. Und wohlgemerkt bis zum Ende führen und nicht entgegenkommen. Sonst haben wir gleich wieder diesen Knick in der Halswirbelsäule. Ja, also, ich achte auf meinen Stand, setze die Klarinette an und schaue auch, dass der Kopf nicht der Klarinette entgegenkommt, sondern nur die Klarinette zu mir. Und dann kann es losgehen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen paar Tipps zur Körperhaltung weiterhelfen. Probier es doch einfach mal aus und sei gespannt, wie es sich auf deinen Klang auswirkt. Ja, wenn du zum Beispiel Töne aushältst, und das einmal mit einer geschlossenen Körperhaltung, einer engen, verspannten Körperhaltung tust oder mit der offenen Körperhaltung. Wohlgemerkt, da ist auch Spannung drin. Wir haben ja eine Spannung im Bauch, aber die ist ja eigentlich dann auch super gut für unsere sogenannte Atemstütze, die noch ein ganz eigenes Thema wert ist. Genau, also ich hoffe, ich konnte dir helfen. Wenn du Fragen hast, schreib doch einfach einen Kommentar. Und wenn es dir gefallen hat, dann gib mir doch den Daumen hoch. Und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist.